Servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du hier dabei bist, so wie ich mich freue, wie hier vorne, seht ihr es? Das Reh, das ein bisschen schwebt. Sobald wir da hinkommen und es sich bewegt und mich bemerkt, ja, dann fällt es runter und rennt davon. Hallo, recht herzlich willkommen hier zu Neumini-Brunn. Und zu einer weiteren Folge, ich glaube die achte ist es jetzt bereits, und wir haben in der letzten Folge einen Auftrag übernommen und hier mit denen Maschinen das Feld abgeerntet, und ich würde jetzt sagen, wir bringen jetzt die erfolgreiche Ernte zum Verkauf und werden diese Mission beenden. Und anschließend, ja, gibt es eine kleine Überraschung. Ich habe da mal was vorbereitet, könnte man jetzt auch sagen, denn, ja, wie will ich sagen, so kann es hier auf dieser Map nicht weitergehen. Es wird sich was ändern müssen. Aber vor allen Dingen müssen wir jetzt erstmal hier den Eingang finden, weil hier müssen wir her und das Material abliefern. So, hier geht's rein und dann müssen wir hier links das Material abliefern. So, dann schauen wir mal. Ups, ob das so geht. Bisschen noch vorfahren. So, das geht jetzt schon mal. So, das ist schon mal leer. Jetzt bringen wir das noch weg. 64%. Und jetzt bringen wir den Rest auch noch zum Verkauf. Okay, sehr schön. Jupp, hinten fällt's raus. Und ein bisschen Überschuss werden wir ja hoffentlich haben. Genau. Lohndienstleistung ist abgeschlossen und bringt uns nochmal ein bisschen was extra. Jupp. Sogar ein bisschen Umweltbonus. Interessant, interessant. Okay. Dann gehen wir hier rein und werden das Ganze abschließen. 1944. Ja, nicht viel, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Gut, sehr schön. Okay, jetzt schauen wir mal, wo ist nochmal der Händler? Der ist ja am Ende der Straße. Dann springen wir hier rüber und dann zeige ich euch, worum es geht. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir im Gebrauchtwarenmarkt, im Gebrauchtmaschinenmarkt ja mal kurz nachgeschaut haben. Und da war dieses schöne Stück, der Lamborghini. Und ich muss einfach sagen, bei aller Liebe, aber mit den Traktoren, die wir zurzeit hier auf dem Hof haben, werde ich nicht ganz so glücklich. Ich habe mich entschlossen, den den Steyr, den werden wir höchstwahrscheinlich veräußern, und genauso auch hier diesen Valtra mit seinen bescheidenen 190 PS. Der Lamborghini bringt es immerhin auf 258 und vor allen Dingen hat er ein stufenloses Getriebe, was ich dann auch hoffe, sich natürlich hier am Berg bemerkbar zu machen. Und auf der anderen Seite müssen wir uns auch mal Gedanken machen hier zum Thema, wo haben wir es, Seetechnik. Hier diese Kombination aus Kreiselecke und Seetechnik, ja, die macht mich auch nicht ganz so glücklich mit knappen 3 Metern. Auch hier werden wir uns mit Sicherheit etwas verbessern müssen. Aber jetzt schauen wir uns mal hier den Burschen an. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das ist doch nicht verkehrt hier mal für den Anfang, für die Map. Dann haben wir eben noch den kleinen Valtra, der hat ja auch den Frontlader. Und das wird dann sozusagen unser kleiner Hoftraktor. Mit dem hier werden wir richtig arbeiten. Das wird unser Arbeitstier. So, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Material. Ding, dong, ding, dong. Das heißt, vor allen Dingen mal ein ordentliches Gewicht hier mit 1000 Kilo oder so. Da kommen wir auch nicht weit. Da hauen wir mal richtig was hin. Nicht sparen. Wir werden hier mal richtig, ja, das hier. Zack. Und, achso, andere Farbe. Nee, weiß, grau, dunkelgrau. Ja, nehmen wir das hier. Was soll's. Okay, so, dann hätten wir das. Und jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Ah, unser Valtra, der soll hier auf jeden Fall das Feld noch fertig machen. Mit der Krachmaschine. Boah.
Ja, das ist halt das, was ich meine. Er muss dann jedes Mal in den Lastgang schalten und so. Und ist natürlich bergauf dann ganz schön mühevoll. Und mit dem Stuflosen wird das, denke ich, alles etwas besser und geschmeidiger laufen. Okay. Ja, dann denke ich mal, wie gesagt, unseren gesamten Fuhrpark werden wir ein kleines bisschen hier heute ausmisten. Das Feld, wie gesagt, werden wir noch fertig machen hier mit dem Valtra. Aber dann wird die Kombi als Ganzes zum Händler fahren und veräußert. Und dann schauen wir mal ganz kurz rein, was wir hier unserem Lamborghini hier gönnen als Seetechnik. Hier haben wir die Seetechnik. Und ich würde ja schon gerne etwas haben, was wir direkt hinten dran haben, so wie hier die Kuhn zum Beispiel, hat 6 Meter, bräuchte allerdings auch 300 PS. Ich glaube, da sind wir dann schon wieder ein bisschen überfordert. Hier haben wir 4 Meter und das Ding braucht auch 220 PS. Und wenn ich richtig weiß, die Kombi, nein, da müsste eigentlich der Tank oben drin sein. Also das heißt, das können wir als solches nehmen und ich würde es jetzt einfach mal probieren. Da haben wir immer zumindest 4 Meter, wobei ich sehe gerade, da ist auch eine Kreiselecke oder was ähnliches dabei. Ja, deswegen auch diese PS-Zahl. Habe ich noch nie gehabt, diese Kuhn. Meistens hatte ich diese Kombination, weil da kommt nämlich genau, da fehlt nämlich hinten der Tank für das Saatgut. Das da vorne ist eigentlich uninteressant und hier mit Hänger möchte ich eigentlich noch nicht machen. Eine Option, das war das hier wieder mit den 4 Metern und das ist eben ohne Kreiselecke. 100 PS und dann kommt das eben davor. So, was ist denn das Spannendes hier? 150, 6 Meter, 150 PS. Lizard. Boah, Seetechnik, sieht aus wie ein Grubber, kann anscheinend alles. Das traue ich mich hier noch nicht. Leute, wir nehmen das Teil mit der Kreiselecke. So, dieses hier steht ja auch dabei, HR 4040 und Venta 4030. Ja, 220 PS passt, 4 Meter und damit können wir eigentlich auch alles ansehen. Wir würden es einfach mal probieren wollen. So, dann nehmen wir das einfach mit. So, jetzt muss ich hier wieder gucken. Wir brauchen Typ 4 und dann brauchen wir F, R, S, C. Und dann machen wir hier einfach mal 12. Sehr schön. Okay, das Teil ist gekauft. Wir probieren es damit. Bei dem, wir haben ja noch ein anderes Feld. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, wollen wir da warten auf den nächsten Monat? Stopp. Können wir diesen Monat? Nein, wir können nur Raps aussehen. Wir müssten warten bis zum nächsten Monat und wir sollten auf jeden Fall Weizen oder Gerste, damit wir nochmal Stroh bekommen. Okay. Ja, ist schon ein ordentlicher Trümmer. Komme ich da jetzt überhaupt ran? Ordentlich, ohne hier alles zu verschieben. So. Ah, geht doch, geht doch. So. Man sollte hoffentlich das 2,5 Tonnen Gewicht dafür sorgen, dass wir hier ordentlich auch um die Kurven kommen und nicht wie bei den anderen. Ja. Da greift wenigstens das Vorderrad, die Vorderachse. Wo kommen wir eigentlich da lang, wenn wir da rumfahren? Ich glaube, da kommen wir nirgends hin. So, da müssen wir schon da rum. Okay, dann bringen wir den jetzt erstmal zum Hof. So, Vorsicht. Hier gibt es Verkehr. Sehr schön. Yep.
So, und dann hier rechts rum. Naja, sehen wir jetzt mal nicht ganz so eng mit diesem Stoppschild. So. Wunderbar. Ups. Oh, nee. Freunde. Was ist denn hier los? Landwirtschaftlicher Verkehr. Vorfahrt. Ich fass es nicht. Geht die Versicherungsprämie wieder hoch. Mensch. So, aber lag vielleicht auch daran, dass ich die Rundumkennleuchte nicht anhatte. Und die Kollegen haben natürlich die Geschwindigkeit von einem Lamborghini wohl etwas unterschätzt. Okay, wir sind hier an unserem Hof. Dann fahren wir mal hier rum und können das Ganze schon mal... So, hier geht's rein und das Ganze schon mal mit Saatgut auffüllen. Geht ja nur Saatgut, kein Dünger, aber nun gut, sei es drum. So, dann schauen wir mal, dass wir den erstmal hier abstellen. Beziehungsweise wir schauen mal kurz rein, ob wir Abdeckung öffnen. Ah ja. Gut. So. Okay. Dann holen wir uns mal den Frontlader. Und dann haben wir ja, wie ich gesehen habe, auch einen Anbau für die Big Bags. So. Dann dahin und das Ganze angehängt. Saatgut haben wir hier. So, dann schauen wir mal, ob wir so rankommen. Ja, steht nicht unterm Dach. Na, also wunderbar, klappt doch. Das sieht ja fast aus wie bei Profis. Sehr schön. So. Ja, das Big Bag ist leer. Dann schauen wir mal. Ja, da geht nicht mehr ganz eins rein, also das passt schon. Lassen wir es erstmal gut sein. So. So. Dann stellen wir hier das Anbauteil wieder hin. Oha. Und kriegen wir das wieder dran? Okay. Müssen wir es so machen. Ja, besser ist das. Sehr schön. Okay. Ja, hier als Hoftrecker funktioniert er ganz, ganz gut. Das gefällt mir. Dafür ist genau das Richtige und natürlich dann auch zum Mähen, zum Schwadern und für diese ganzen Geschichten. Dann stellen wir mal den anderen hier ab. So, Klappe zu. Affe tot. Kommt der erstmal hier unter das Schleppdach? Ist hier Platz? Da ist Platz. Ja, das ist jetzt schon eine ganz andere Hausnummer hier. So. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer hier für den Hof mit dem hier. Da lässt sich mit Sicherheit gut arbeiten. Okay, 4 Meter ist auch dann okay. Wie sieht es hier oben aus? Der Kollege ist fertig. Und dann würden wir jetzt genau das tun, was ich vorhin schon angedeutet habe. Er hat seine Arbeit erledigt. Stickstoff, wir müssen hier auf jeden Fall noch kräftig düngen hier auf dem Feld, so wie es aussieht.
Und gewalzt müsste es eigentlich auch werden. Muss ich gerade mal gucken. Die Walze hier, die kleine. Was brauchen wir da? 160 PS. Ja, das hieße dann eben auch mit dem Lambo. 120, die hat 4 Meter. Da könnte man natürlich mit dem kleinen Valtra arbeiten, aber ja, das würde sich ziehen. Okay. Gut. So, bevor wir den natürlich verkaufen, das ganze Material hier, werden wir erstmal noch die Sämaschine entleeren. Das müsste eigentlich hier so gehen. Und vermutlich wird es dann so, so und Augenblick. Wie war das? Entladen. So, auch nicht. Will er nicht. Aha. Wir klappen mal auf. Und er entlädt nicht. Warum kann ich jetzt... Nein, nicht Motor aus. So. Also. Ach so, mal schauen. Nee, geht auch nicht. So. Nicht genug Platz zum Abladen verfügbar. Auch nicht. Hä? Wie viel Platz braucht denn der? Nicht genügend Platz zum Abladen verfügbar. Okay, ich habe einen anderen Gedanken, woran das liegen könnte. Wir werden einfach das Teil hier... stopp. Das Teil hier mal abhängen. Nee, das geht auch nicht. Erstmal absenken. Dann abhängen. Nee, das macht überhaupt nichts. Das bringt ja gar nichts. Wieso kann man jetzt das Teil nicht entladen? Nicht genügend Platz zum Entladen. Oh je, da drüben haben wir ja auch noch jede Menge zum Wegräumen. So, finden wir hier Platz? Aha. Okay. Okay, jetzt haben wir es. Nicht genügend Platz. Wieso war jetzt da drüben nicht genügend Platz? So, Klappe zu. Und damit fahren wir jetzt zum Händler und werden das Ganze verkaufen. So, hier rum. Und dann schauen wir mal, was wir für das Ganze bekommen, denn ihr seht es ja ein bisschen an dem Kontostand rechts oben. Wir hatten, glaube ich, irgendwas um die 17 oder irgendwas in der letzten Folge. Ich habe dann natürlich in der Zwischenzeit einen Kredit aufgenommen, 200.000 sozusagen als Zwischenfinanzierung, weil sonst hätten wir uns ja den Lamborghini nicht leisten können. Der war so für knapp, ich glaube so 97.000 war der im Shop. Knapp der halbe Preis von dem Traktor und das ist natürlich ein Schnapper, da muss man zuschlagen, da muss man zugreifen. Muss man. Geht gar nicht anders. So, und jetzt schauen wir einfach mal, dass wir für die Maschinen hier noch ordentlich Geld bekommen von unserem Händler des Vertrauens. Und dann gucken wir, dass wir auch gleich wieder ein bisschen was von dem Kredit zurückzahlen, damit uns die Zinsen über das Jahr hier nicht ganz auffressen. Okay, hier können wir rein und können dann hier gleich wieder links rum. So, wunderbar. Schön, schön. Zack. Okay. Also, für den Valtra 73.000 verkaufen.
Okay, für die Kreiselecke 12.000 verkaufen. Für die Sämaschine 17.000 verkaufen. Und dann haben wir natürlich noch das Gewicht für knapp 1.000. Gut. So, dann haben wir 100.000 eingenommen. Nicht schlecht. Und jetzt haben wir noch den Steier. So, den haben wir hier stehen mit Gewicht. Und dann müssen wir da mal ganz, ganz kurz unseren Fuhrpark nochmal prüfen, was wir hier eventuell nicht mehr brauchen oder was uns nicht weiterbringt. Also wir haben hier einen Pflug, wir haben einen Grubber, den werden wir definitiv brauchen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Ach was. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ist das auch eine Kombi? Ja, natürlich, jetzt sehe ich das gerade erst. Natürlich, das ist auch eine Kombi. Okay, ach, der Blinker ist noch an. So. Das ist auch eine Kombi. Gut. Aber immerhin 4 Meter, damit kommen wir auf jeden Fall weiter. Und ob wir da noch den Grubber brauchen. So, die Schaufel brauchen wir, das Mähwerk brauchen wir, das hier brauchen wir alles. Den Grubber sollten wir auch auf jeden Fall noch in Reserve halten. So, den hier brauchen wir definitiv auch. So, und die Materialien brauchen wir hier eigentlich auch. Ja, also ich muss sagen, ich wüsste jetzt nicht, was noch hier wäre, was wir nicht gebrauchen könnten oder was wir im Moment abstoßen. Heißt also, wir nehmen uns den Steier. Und auch den bringen wir zum Händler und danach wird hier ein bisschen aufgeräumt. So. Genau, das mache ich dann offscreen. Und während ich jetzt hier zum Händler fahre und wie gesagt, dieses Fahrzeug sich aus unserem Fuhrpark verabschiedet, darf ich mich auch bei euch verabschieden. Darf mich recht herzlich bei euch bedanken für euer Interesse, dass ihr heute wieder zugeschaut habt. Hier Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. Und zwar auf der schönen Map Neu-Mini-Brunn. Ich bedanke mich. Sage Tschüss, Ciao, Cheerio, bis dann, euer Baden-Farmer.